Herzlich willkommen von mir, von Jana aus dem Studio E. Willkommen in Lockdown-Woche 3. Auch in dieser Woche möchten wir euch den Home-Trainingsplan erweitern, steigern. Das heißt, auch hier gibt es wieder eine Progression, wenn du sagst, du brauchst eine Progression. Du kannst natürlich weiterhin auch die Pläne aus Woche 1 und 2 fortführen. Für diejenigen, denen es aber schon langweilig geworden ist, gibt es jetzt die Steigerung dazu. Den Home-Training-Plan findest du wieder auf der Homepage zum Runterladen, kostenfrei natürlich für alle, auch nicht nur für unsere Mitglieder, sondern zeige ihn doch einfach auch mal deinen Freunden, deinen Bekannten, deiner Familie und werdet gemeinsam fit oder bleibt fit im Lockdown. Eine kleine Erklärung zum Trainingsplan an dieser Stelle. Das Warm-up bleibt das gleiche. Du hast wieder 3 Trainingstage. Diesmal wollen wir die Tage etwas intensiver gestalten. Das heißt, wir gehen weg vom Grundlagentraining in Anführungszeichen und wollen ein bisschen Intervalltraining machen. Du kannst auch hier Tag 1, Tag 2, Tag 3 mit den verschiedenen Tagen aus dem alten Trainingsplan der letzten Wochen mischen. Das heißt, du kannst dir einen intensiven Tag aussuchen und gerne auch einen Low-Impact-Tag weiterhin fortführen. Ansonsten Tag 1 des Trainingsplans. Hier findest du EMOMS. Das ist eine Trainingsmethode des Intervalltrainings. EMOM bedeutet Every Minute on the Minute. Das heißt, du startest mit einer Übung immer auf der vollen Minute. Die Übungen, die du im Trainingsplan findest, sind die gleichen Übungen wie in den letzten beiden Wochen. Daran hat sich nichts geändert, nur es wird jetzt etwas intensiver. Du hast eine Wiederholungszahl von ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen vorgegeben. Wähle da für dich im Vorfeld deine optimale Wiederholungszahl, was natürlich auch realistisch ist. EMOM, Every Minute on the Minute, bedeutet, du stellst dir für den ersten Block einen Timer auf 9 Minuten oder du lässt einfach die Stoppuhr laufen und du startest, wie gesagt, jede volle Minute mit der neuen Übung. Die Reihenfolge deiner Übung ist Übung A, Übung B, Übung C, Kniebeuge, Ausfallschritt, Hüftheben. Auch hier mit allen Variationen, die du aus den Plänen vorher schon kennst. Du lässt also nun deinen Timer laufen. Sobald der Timer läuft, startest du mit deinen Kniebeugen. Du machst also, je nachdem wie viele Wiederholungen du für dich festgelegt hast, 20 Kniebeugen beispielsweise. Bist du in 30 Sekunden damit fertig, hast du 30 Sekunden Pause, bis die nächste volle Minute wieder anfängt. Brauchst du 40 Sekunden, hast du 20 Sekunden Pause. Und brauchst du nur 20 Sekunden, hast du entsprechend auch 40 Sekunden Pause. Auf Minute 2 startet dann die Ausfallschritte starten dann. Auch hier machst du wieder deine Wiederholungszahlen und sobald du fertig bist, hast du den Rest der Minute Pause. Auf Minute 3 startet dann das Hüftheben und dann fängst du wieder an beim Kniebeugen, Ausfallschritt, Hüftheben und dann fängst du wieder von vorne an, bis die 9 Minuten um sind. Genau dasselbe machst du auch in Block 2. Diesmal hast du 4 Übungen, also auch einen 12 Minuten Zeitraum. Gleiches Spiel, gleiche Reihenfolge, ABCD, 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 ABCD. Ja? Das heißt, startet der Timer, fängst du an mit dem Unterarmstütz mit Beinheben. Ja, die Übung wirst du so noch nicht kennen, aber wir brauchen natürlich irgendeine skalierbare Übung und der Unterarmstütz macht es hier etwas schwieriger. Du kannst natürlich weiterhin sagen, ich halte meine 30 Sekunden oder die 45 Sekunden aus den Wochen vorher und mache den Rest der Zeit Pause. Oder wenn du dich dort steigern möchtest, machst du den Unterarmstütz mit dem Beinheben. Du gehst also in dieselbe Grundposition, den Unterarmstütz, und hebst jetzt im Wechsel rechts und links die Beine vom Boden, ohne die Position des Körpers zu verändern. Auch hier bitte aufpassen, dass du nicht ins Hohlkreuz kickst, wenn du das Bein hebst. Wie hoch du die Füße vom Boden hebst, das ist dir überlassen. Da kannst du machen, was du möchtest. Ansonsten bleiben die Übungen identisch, sprich, du wirst einfach im Wechsel alle 4 Übungen durchtrainieren, fängst dann wieder von vorne an und je schneller du bist, desto mehr Pause hast du natürlich. Tag 2 ist wieder mit denselben Übungen gefüllt. Es sind die 6 Übungen aus den alten Plänen. Diesmal wollen wir im Zirkel trainieren. Das heißt, du wirst die 6 Übungen immer direkt hintereinander wegmachen und dann wieder von vorne anfangen. Nicht im EMOM, wie eben aus Tag 1 erklärt, sondern im Zirkel, im Intervallform. Das heißt, du wirst immer im 40-20-Intervall arbeiten.
40 Sekunden lang Belastung, also 40 Sekunden lang die Übung ausführen. Direkt im Anschluss hast du 20 Sekunden Pause. Du kannst natürlich auch eine aktive Pause wählen und etwas in Bewegung bleiben. Hier kannst du für dich entscheiden, wie viele Runden du machen möchtest. Ob du nur 3 Runden beispielsweise machen möchtest, das heißt alle Übungen 3-mal hintereinander weg oder sogar 5-mal, da kannst du dich natürlich auch einfach steigern. Tag 3. Tag 3 bleibt unser Bewegungstag, unser Ausdauertag. Du kannst weiterhin auch hier einfach nur für dich die 30 Minuten, mindestens 30 Minuten draußen verbringen. Fahrradfahrend, joggend, laufen, gehen, walken, mit dem Hund spazieren gehen, wie du das gerne möchtest. Wenn du sagst, auch hier hätte ich gerne etwas mehr Impact, etwas mehr Belastung, etwas anstrengenderes Training, haben wir für dich verschiedene Möglichkeiten. Und zwar würden wir gerne dir ein Intervalltraining an die Hand geben. Auch hier natürlich auf verschiedenen Niveaustufen. Wenn du Anfänger bist und Intervalltraining noch nicht kennst, steigere dich langsam. Ja? Das heißt, egal auf welchem Medium, ob du auf dem Fahrrad unterwegs bist oder zu Fuß, joggend, laufend, rennend, walkend, wie auch immer, wähle für dich passende Intervalle. Das ist nur eine Empfehlung, die hier bei uns im Plan steht. Du kannst, wenn du Anfänger bist, beispielsweise mit einem 5 Minuten entspannten Intervall starten und dann eine Minute Vollgas geben. Danach geht es wieder 5 Minuten ins moderate Tempo, ins Gehen oder ins Langsamfahren, wie auch immer. Danach wieder eine Minute Tempo. Lege für dich im Vorfeld fest, wie viele Durchgänge du machen möchtest. Auch hier eine Empfehlung, 30 Minuten sind ideal. So 20 bis 40 Minuten. Wenn du etwas fortgeschrittener bist, Intervalltraining schon kennst oder einfach oft Ausdauersport machst, kannst du die Intervallzeiten natürlich auch anpassen und kürzere Pausenzeiten für dich wählen, zum Beispiel in einem 3-Minuten-1-Minuten-Intervall, 3 Minuten moderat, 1 Minute Tempo. Für die Fortgeschrittenen oder auch die TSC Outrunner oder die aus den Laufkursen, die schon Lauftraining gewöhnt sind, vielleicht noch eine Empfehlung am Rande, ein Pyramidentraining. Ich habe versucht, eine Visualisierung, also eine Abbildung mit reinzunehmen, die das Ganze etwas besser veranschaulicht. Auch hier hast du Pausen und Belastungszeiten im Wechsel. Pause meint auch hier gerne ein moderates Tempo weiterhin. Auch hier möglich, nicht nur für Läufer, sondern auch für Radfahrer, für Walker, für Leute, die gerne forciert einfach mal gehen wollen, also sich ans Walken rantasten möchten. Das heißt, du fängst mit einem 2-Minuten-Tempo-Intervall an, hast dann 2 Minuten moderate Pause. Dann hast du ein 4-Minuten-Tempo-Intervall, hast wieder 2 Minuten Pause, Pausenzeit bleibt gleich. Dann hast du ein 6-Minuten-Tempo-Intervall, 2 Minuten Pause, 8-Minuten-Tempo-Intervall. Das ist so ein bisschen eingeklammert, das natürlich nur machen, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Danach geht es natürlich in derselben Abstufung andersrum, wieder runter. Ich hoffe, die Abbildung macht es etwas anschaulich. Ja, auch das. Gerne ausprobieren, Feedback, Anregungen, Informationen, Fragen, irgendwelche Hinweise dazu, gerne an uns über alle Medien, Facebook, Instagram, via E-Mail, telefonisch, bitte an uns rantragen. Wir freuen uns immer sehr, wir freuen uns aber auch über Beweisfotos, wenn ihr uns einfach teilhaben lasst an euren Erfolgen und an euren Trainingseinheiten. Und nochmal eine Info, Tag 3 lässt sich auch super mit unserer Strava-Challenge kombinieren. Das heißt, wenn du eh unterwegs bist, lies dich nochmal rein in unsere Eintracht einmal um die Welt-Challenge und sei einfach dabei. Ist vielleicht eine günstige Motivation noch am Rande. Viel Spaß damit, bleibt in Bewegung, bleibt fit, bis wir uns dann endlich wiedersehen. Liebe Grüße aus dem Studio E, aus dem Lockdown Light.